Heute, liebe Freunde des guten Geschmacks, darf ich euch heuer zum letzten Video dieses Jahres begrüßen. Und deshalb habe ich mich für das Negroni Sbagliato Rezept entschieden. Einen bittersüßen Aperitif mit Prosecco. Hallo und herzlich willkommen bei Shake & Joy. Ich bin der Reinhold und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja, das Jahr 2020 wird mit Sicherheit groß in die Geschichte eingehen. Wir durchlebten bzw. durchleben eine Zeit voller Turbulenzen, Einschränkungen und Veränderungen. Es gab aber auch durchaus positive Momente und genau für die sollten wir dankbar sein. Denn die sind es, an die wir uns erinnern sollten, wenn wir das Jahr 2020 Revue passieren lassen. Auch wenn sonst nichts wirklich sicher ist, eins kannst sicher sein, dass wenn du dankbar bist, du nicht gleichzeitig wütend oder traurig sein kannst. Du glaubst mir nicht? Verstehe ich, aber probier's einfach mal aus. Ich danke dir jedenfalls dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dir meine Videos anschaust. Und du? Für was bist du dankbar? Schreib's mir in die Kommentare, ich freue mich über jeden Einzelnen. Und da sich das Jahr 2020 trotzdem irgendwie komisch, teilweise auch ungewohnt und falsch anfühlt, dachte ich mir, passt das Negroni Sbagliato Rezept dieser falschen Negroni auch ganz gut zum heurigen Jahresende. Ach ja, und falls du neu auf diesem Kanal bist, dann abonnier diesen Kanal und drück die Glocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Denn es geht um Cocktails, deren Zubereitung und Geschichten und genau, alles was dazugehört. Bevor ich den Cocktail zubereite, kühle ich ihn vorerst noch das Rührglas mit einigen Eiswürfeln. Denn dieser Drink wird, genau, gerührt und nicht geshakt. Den Tumbler kann ich in der Zwischenzeit eigentlich auch schon vorkühlen bzw. mit Eis befüllen. Der Negroni Sbagliato ist durch und durch ein echter Italiener, denn für seine Zubereitung benötigst du einen Campari aus Mailand, einen Vermut aus Turin und einen Prosecco und keinen anderen Schaumwein wie etwa einen Champagner, Cremant, Cava oder Sekt. Beim Prosecco bevorzuge ich übrigens eher einen Spumante als einen Frizzante, da der erstere einen höheren Kohlensäuredruck hat und somit eine intensivere Perlage aufweist. Also er schäumt und sprudelt intensiver als der Perlwein, also der Frizzante. So. Mal fertig, kurz das Schmelzwasser abgießen. Jetzt gebe ich 40 ml Campari ins Rührglas. Dazu eben 40 ml von Punte Mess, einen roten süßen Vermut. Welchen du dafür verwendest, das bleibt dir überlassen. Und den Gin, den habe ich nur hier stehen lassen, damit ich dir das besser visualisieren kann. Ja? Ich rühre die Zutaten nochmal schnell um, damit sie kühlen und durchaus leicht verwässern. Denn dieser Amari, also der Campari und der Vermut sind relativ dichte Produkte und das Wasser tut ihnen ganz gut, um sich quasi zu öffnen, ja? Und aus dem Tumbler zeige ich ebenfalls das Wasser ab. Ist nicht viel, keine Frage, aber durchaus ein wenig. So, jetzt zeige ich den Drink in den kühlen Tumbler ab und
Den Rest, genau, den werde ich eben mit einem Prosecco Spumante einfach auffüllen. Heb den Prosecco noch kurz unter und garniere ihn mit einer Orangenzeste. Messer sauber machen. So, kurz über dem ausdrücken. Den Glasrand bestreichen, damit die ätherischen Öle am Glasrand und beim Trinken auf den Fingern haften bleiben. Und das stecke ich einfach so dazu. Und bevor ich jetzt diesen durch und durch echten Italiener verkoste und auf die Geschichte dieses durchaus köstlichen Aperitifs eingehe, freue ich mich natürlich, wenn du dem Video einen Like gibst und es mit deinen Freunden teilst. Ah ja, schön spritzig, schön sprudelig, sehr angenehm, wirklich durch und durch sehr gut. Die leichte Süße vom Prosecco macht die Bitterkeit, sage ich halt einmal, vom Wermut gleicht's voll aus, ja? Ja. Durch und durch für den Silvesterabend als Aperitif geeignet. Oh ja. Die Orange in der Nase. Oh ja. Davon gönne ich mir heute wahrscheinlich zwei. Oder beziehungsweise morgen, weil morgen ist ja eigentlich soweit. Entstanden übrigens ist der Legende nach der Negroni Spagliato, was ins Deutsche übersetzt eben falscher Negroni bedeutet, im Jahre 1972 in Mailand, in der Bar Baso von dem Barkeeper Mirko Stocchetto. Bei der Zubereitung eines Negroni hat er, darum steht auch der Gin da, versehentlich zur falschen Flasche gegriffen und so einen Prosecco statt einen Gin verwendet. Ob das wirklich so passiert ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn wie du selber sehen kannst, eine Flasche Prosecco mit einer Flasche Gin zu verwechseln, insofern ist der Negroni Spagliato, der übrigens köstlich ist, ja eigentlich gleich doppelt falsch, denn wenn man sich seine Rezeptur anschaut, den Campari, Wermut plus Kohlensäure, dann müsste es ja eigentlich ein falscher Americano und kein Negroni sein. Doch egal, wie man es betrachtet, Prosecco eignet sich auf jeden Fall immer dann, wenn man etwas zu feiern hat. Und morgen, liebe Freunde, haben wir was zu feiern, und zwar den Jahreswechsel. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Feiern. Und natürlich noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich, dich im neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin noch eine schöne Zeit. Mach's gut. Ciao.